Hey Leute, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade Clash Games YouTube-Kanal auf und sein neues Video, Leute. Und heute werde ich reagieren auf sein Gameplay von B, Leute. Ich selber habe leider keinen Developer-Account, deswegen kann ich den Brawler nicht testen. Aber viele von euch haben gewünscht, dass ich mal darauf reagiere im Stream gestern. Und ich würde sagen, let's go. Falls ihr sowas feiert, Leute, lasst doch jetzt gerne einen Like da und checkt auf jeden Fall Clash Games Kanal ab, beziehungsweise lasst ihn auch auf Ehre einen Abo da und natürlich auf Daumen nach oben auf Ehrenbruderbasis, ne? Grüße gehen raus an dich, Clash Games. Und ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Let's go! Typischen Brawler B vor. Wir werden heute gucken, was B kann, wie die Star Force. Leute, ich bin so mega gespannt, ne? Ich habe zwar das Video angeguckt, schon on Stream, aber nur zur Hälfte und ein bisschen so durchgeskippt, ne? Ich gucke mir das jetzt komplett an. Wie funktionieren, was für Star Wars überhaupt hat. Und ich spiele natürlich B vor allen anderen. Hammer. So. Gucken wir mal. Schöner Intro übrigens. Ich bräuchte auch ein Intro. Okay, das ho, ho, hol dir eine kostenlose iTunes. Creator-Code, ne Leute, Clash Games, du wisst Bescheid. Den Creator-Code Clash Games. Aber Leute, bis ich einen habe, ne, dann müsst ihr natürlich meinen benutzen, Kappa, auf Ehre. Ein und ich hab auch Clash Games etwas mit Juwelen im Shop, um teilzunehmen. Nur bis zum 26.12. wird jeden Tag ein neuer Gewinner bekannt gegeben, der eine iTunes oder Google Play-Karte. Übrigens, Leute, kommt um 17 Uhr, ne, auch ein Video von mir, beziehungsweise um 17 Uhr kommt Duo Showdown, wo ich Mortis gespielt habe. Checkt das auf jeden Fall ab, Leute. Heute gibt es wieder Double Uploads. Dieses Video wird wahrscheinlich um 13 Uhr kommen. Und um 17 Uhr kommt noch eins. Let's go. Nice aussieht. Ich meine, Marienkäfer ist auf jeden Fall ein ganz nicer Skin. Ein paar Informationen, die ihr zu B wissen. Leute, ich feiere diesen Skin so hart, ne? Ich feiere den Skin so hart. Ein paar statistische also Marienkäfer. Sachen. Einmal hat B auf Powerstufe 10 3360 Trefferpunkte. Das ist sehr gut. Sie macht 1120 Schaden. Und ihr wisst es, wenn B einen Gegner einmal trifft und dann... Hier steht es nochmal. B feuert ein Geschoss mit einem hohen Reichweite ab. Trifft dieses ein Ziel, wird der nächste Schuss mit epischen Schaden aufgeladen. Mega krass, Leute. Das wird so broken sein, ich sag's euch. Nächsten Schuss den nächsten Gegner trifft, dann macht sie umso mehr Schaden. Wir werden gleich nochmal... Leute, wenn dieses Video 1250 Likes schafft, okay, werde ich versuchen, den Brawler am ersten Tag direkt auf 35 zu pushen. Im Live-Beispiel hier im Testmodus das Ganze mal ausprobieren und genau gucken, wie viel Schaden B dann mehr macht. Aber es ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Bei B Super Skill schickt sie ein paar Bienen los. Im Brawl Talk war es auch so, dass diese Bienen über die Mauern drüber geflogen sind, beziehungsweise durch die Mauern durch. Das wurde jetzt verändert, das können die nicht mehr. Oh, das wäre dieser Schwarm broken. An Bienen macht pro Geschoss 140 Schaden. Ist okay. Und danach sind die Gegner okay. Für 3 Sekunden verlangsamt. Wow. What? Das habe ich gerade selber erst. Das bekomme ich gerade erst mal selber zum ersten Mal mit, Leute, ne? 3 Sekunden verlangsamt. Holy cow. Ersten Star Power. Und zwar heißt die erste Star Power Turbolader. Turbolader sorgt dafür, dass wenn B einen angereicherten bzw. einen aufgeladenen Schuss nicht trifft. Das heißt, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ihr geht mit B in eine Runde rein, trefft irgendwie einen Colt aus der Entfernung. Und habt okay. Dann sozusagen, wenn ihr einen nächsten Gegner trefft, mehr Schaden, weil das dann einfach bei B so ist. Und wenn ihr den Colt getroffen habt und den nächsten Schuss... Also Leute, falls ihr nicht aimen könnt, ne, ihr wisst Bescheid, nehmt ihr diese Star Power. Verschwendet, das heißt, den nächsten Schuss nicht trefft, dann habt ihr eine zweite Chance bei dem nächsten Treffer, den ihr an einem Gegner landet, doch noch diesen Schaden, den ihr eigentlich beim zweiten Schuss gehabt hättet, zu bekommen. Ich bin so hyped. Wir werden das gleich auch nochmal im Testspiel ausprobieren, das klingt jetzt gerade ein bisschen komplizierter, als es am Endeffekt ist. Bees zweite Star Power lautet Honigmantel und ihr seht es hier gerade schon. Anstatt besiegt zu werden, entkommt Bee mit einem Trefferpunkt und erhält so ein vorübergehendes. Das ist so bro, das habe ich diese mir schon angeguckt. Die Fähigkeit wird erneut aufgeladen, das ist wenn so sie bro, respawnt. Leute. Oh mein Gott, Leute, überlegt euch das einfach mal. B stirbt nicht, sondern entkommt einfach mit einem HP und einem Schild. Und diese Fähigkeit wird einfach wieder aufgeladen, wenn sie das nächste Mal wieder da ist. Das heißt, sie hat quasi einfach immer 2 Leben,
Ich finde diese Star Powers einfach noch krasser als Extra-Leben von Aiden. Auf jeden Fall. Aber lasst mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall. Die zweite Star Power kommt übrigens ein bisschen später. So, und ich will einfach mal sagen, Freunde, wir testen jetzt... Leute, guck mal, wie süß dieser Skin ist. Oh, cute. Die als allererstes vor allen anderen aus, Freunde. Und wir probieren jetzt aus, wie B genau funktioniert. Wohin hat er nicht gesagt, wie viel der Skin kostet? Wie das mit ihrem zweiten Hit läuft, ja? Ihr wisst es, Freunde, das testen wir jetzt einfach mal aus. So, und wir gucken jetzt einfach mal. Also, mit dem ersten Schuss machen wir 1120 Schaden. Und mit wahrscheinlich dem zweiten habe ich das geskippt. Schuss machen wir 3080 Schaden. Der zweite Schuss, Leute, macht 3000. Und mit dem dritten Schuss machen wir wieder 1120 Schaden. Und mit dem vierten Schuss wieder 3080 broken. Schaden. Aber dazu muss ich sagen, der Schuss fliegt langsam. Das kann man dodgen. Das heißt, ich werde euch jetzt gleich mal zeigen, was passiert, wenn ich diesen zweiten Hit jetzt nicht treffe. Guck mal jetzt, zeigt er die Star Power, Leute. Kaputt. Und in der Zwischenzeit, wo die respawnen, gehen wir einfach mal ganz kurz hier hin und schicken unser Bienen. Oh, dieser Brawler, Leute. Ich liebe Range Brawler, ne? Ich feiere den Brawler jetzt schon. Leute, schreibt in den Kommentaren, was findet, also ob ihr diesen Brawler auch feiert oder ob ihr euch lieber auf Max freut. Was auch natürlich auffällt, ihr habt mit dem B nur einen Schuss. Das heißt, ihr müsst erstmal ganz schön lange warten, bis ihr das nächste Mal schießen könnt. Aber wenn ihr jetzt hier trefft, ja, und der nächste Schuss geht daneben und ihr trefft dann wieder, macht extra Damage. Dann hä? Er hat die falsche Star Power, oder? Okay, Freunde, ich hatte gerade aus Versehen die erste Star Power aktiviert, deswegen war ich gerade irgendwie komplett verwirrt. Alter, also das war mal wirklich wieder der größte Hash. Die erste ist doch... Hä? Er hatte die erste Star Power? Aber die erste ist doch... Das macht doch gar keinen... Die erste Star Power ist, wenn ihr einen trifft und danach daneben schießt und danach trifft, trotzdem der extra Damage kommt, oder nicht? Oder ist da... Bin ich gerade lost? Die zweite Star Power ist doch, dass er eine HP hat. Die erste Star Power ist doch, wenn er trifft und danach nicht mehr trifft und dann nochmal trifft, mehr Damage macht. Hashtag Clash Games Lost Moment. Also ohne Spaß. Das gucke ich mir später also nochmal an. Ich erkläre euch das nochmal. Wenn ihr jetzt hier den ersten Schuss trefft, macht ihr 1120 Schaden. Daneben, und wenn ihr jetzt den nächsten Schuss daneben nicht trefft, dann müsstet ihr rein theoretisch jetzt wieder auf 0 sein. Aber durch eure Star Power macht ihr jetzt trotzdem immer noch 3080 Schaden. Das heißt, ihr habt sozusagen einen extra Schuss frei. Sehr, sehr nice Sache. Aber jetzt bin ich einfach mal gespannt auf die zweite Star Power. Jetzt zeigt ihr nochmal die zweite Star Power. Sehr, sehr interessant. Ich will jetzt einfach mal sehen, wie das jetzt funktioniert. Wenn ich jetzt sterbe, ob ich dann wirklich einfach mal bei einem HP bleibe. Das testen wir jetzt einfach mal aus. Wir gehen jetzt hier zum Gegner hin. Das ist so broken. So broken. Mal, wie er hier Schaden macht, Freunde. Ich, oh, ich würde den so gerne gespannt. Auch in Developer-Account spielen, ne, Leute. Gott. Supercell. Und Supercell, was passiert? Ehrenmänner, was? Ne, wenn ihr mich hört, dann oh gönnt mir Gott, auch bitte Alter. Auf Ehre. Ich würde so gerne okay, auch auf dem Developer-Account die neuen mehr, Brawler testen. Ich würde wahrscheinlich 10 Stunden lang im Custom-Game rumdümpeln mit den neuen Brawler. Weil jetzt müsste ich ja eigentlich rein theoretisch sterben. So. Und, boom, letzter Schuss, ja. Alter, aber jetzt resettet okay sich das wieder, denn? Leute. Also, es ist halt einfach so wie Extra-Leben. Vielleicht zeigt also, ihr das Spaß, mal? Es ist halt einfach so wie Extra-Leben. Ja, ich zeig euch das nochmal. Wir gehen hier nochmal hin. So krass. Ja, guck mal, er ist immun, so ne? Oder ist er immun ja, sogar? Wir kriegen jetzt so viel Schaden, nee, bis wir rein theoretisch sterben müssten. Ja. Und zwar mit auch dem nächsten Schuss. Und wir sind einfach bei einem HP. Meine, Junge, das ist so wie OP ist denn bitte diese Star-Power? Also ich meine, ich finde beide Star Powers ganz geil. Also sowohl die erste Star Power, dass wenn man den zweiten Schuss nicht trifft, dass man dann trotzdem ich glaube, die zweite Schuss ist ein bisschen besser, außer mit dem man halt 3080 Schaden macht. Aber wie cool ist das bitte? Es sind zwei ja, richtig, richtig die zweite kann man Star als Gem Carry nehmen. Also bisher muss ich echt sagen, dass ich so von bei vielen Brawlern von den Star Power noch nicht so ganz überzeugt war, aber die Star Powers jetzt hier von B, muss ich schon sagen, Jock Güzel. Gute Arbeit, Supercell. Supercell. Gute Good Arbeit, Supercell. So, Freunde, auf geht's in die nächste Runde. Und dieses Mal mit B als Standard-Skin und mit der ersten Star-Power. Junge, wie geil ist dieser Brawler? Jetzt, Leute, dieser Modus, auf diesen Modus bin ich gespannt, Leute. Denkt dran, dass ich einen Livestream jeden Tag mache, jeden Abend. Und ich werde vielleicht, Leute, auch mit euch diesen Modus spielen. Deswegen, Leute, abonniert mich jetzt, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Checkt, wie gesagt, gerne auch Clash Games ab.
Link ist oben in der Beschreibung. Und mal kurzer Reminder, wofür die erste Star Power sorgt. Ich sag's euch nochmal ganz kurz. Und zwar, wenn ihr dem aufgeladenen Hit nicht trefft. Ja, Leute, Landi-Taktik, 200 IQ, ne? Er sagt nicht treffen. Macht es einfach wie ich. Nimmt die zweite Star Power und trifft einfach alle Schüsse. Den nicht trefft, dann habt ihr immer Landi noch Big Brain die Möglichkeit, den einzusetzen, wenn ihr dann das nächste Mal trefft. Also, ihr verschwendet sozusagen diese Aufladung nicht. So, jetzt habe ich hier immer gerade ganz gut Schaden gemacht. So, okay, die Star Power ist. Und. Boom, die Ulti. Let's also, die spezielle Fähigkeit ist sehr interessant. Start. So, natürlich haben wir hier den Boxer, der aber mal. Dieser Modus sieht echt cool aus, Leute. Gerade. Es wird bestimmt Spaß machen, mit euch den zu spielen im Stream. Aber egal. Noch sind wir. Doch, das wird lustig, mit euch das zu spielen. Nicht unsere gute Position. Freue ich mich schon drauf. Aufgeben, so, zack. Der Darryl macht ihr Auge, aber wir haben ihn perfekt. Ich würde interessieren, ob man da auch Trophäen verliert, etc. Das ist sehr interessant. Dieser Modus geht ja echt schnell, glaube ich, wenn du zwei Geschenke nur reinhaben musst. Diese Bots, ich verstehe die manchmal nicht. Oh Mann, manchmal rasten die komplett aus, manchmal sind die komplett lost. Also bei denen ist das hat wirklich echt ganz schön komisch teilweise. So, vor allem dieser Dynamike. Also den. Da muss man mir echt nochmal erklären, was mit dem passiert ist. Also wer den programmiert hat von Supercell, also der verdient auf jeden Fall einen Award. So krass, wie der am herumgetten ist. Also ich finde, Dynamike ist einfach zu dodgen, aber gegen einen sehr guten Dynamike ist es wirklich sehr schwer zu spielen. Eins von beiden. Aber entscheidet. Okay, Leute, das Ziel ist, ihr müsst auf jeden Fall die Geschenke. Moment mal, ihr seid ja Bots. Lauft da nicht so komisch herum. Ihr müsst die Geschenke von dem Gegner nehmen und in eure Base reinbringen. Ah, hab ihn nicht erwischt. Aber ich verteidige jetzt unseren Boxer hier. Let's go. 1 nice. Zu 0. Sehr schön. Okay. Das ist sehr, sehr geil. Ich skippe jetzt mal ein bisschen vor, Leute. Bot. Also ich finde diesen Modus echt sehr, sehr geil. Wirklich. Props zu einfacher gesagt als Cash getan. Games, dass er das auch jedes Mal zeigt, so, wenn er es darf. Ne? Richtig nice. Ich selber muss ich euch ehrlich gestehen, Leute. Ich selber habe ja auch keinen Zugriff, beziehungsweise ich habe keinen Zugriff auf solche Update-Ideen, Update-Informationen und muss halt auch hoffen, dass andere YouTuber sowas uploaden. Ne? Und da ist Clash Games bei mir auf jeden Fall die Nummer 1. Ich will auch gleich er erklärt es sehr gut. So offenen Map angucken. Ich mein, und hier, ja, halt er erzählt ziemlich, halt das Wichtigste. Ziemlich geschlossen, würde ich jetzt einfach. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob er das schon erwähnt hat oder ich habe das aus Versehen da hinten irgendwo durchgeskippt, Leute. Er hat noch gesagt, dass der Skin von B, Marienkäfer B oder so, 30 Gems kostet, Leute, 30 Gems und ihr werdet auf jeden Fall noch ein Giveaway von mir bekommen, so, ich werde, denke ich, so 10 Stück oder so verlosen, 30 Gems ist auf jeden Fall machbar. Also, nicht jetzt gerade am Ende, klar, weil viel kaputt ist, können wir ganz gut snipen, jetzt gerade mit B, aber ich will mir gleich mal so eine Map wie Doppelter Ärger 1-0. Im Testspiel. Gut, dann skippen wir mal ein bisschen der vor. Leon, wenn ich jetzt getroffen hätte, wäre er trotzdem nicht One-Hit gewesen, aber... Aber das ist so OP. Guck mal, er trifft einen Schuss. So. Treff, Bruder! Okay, ich habe meine Ulti wieder aufgeladen. Hat er jetzt getroffen? Das heißt, ich sollte jetzt am besten irgendwie den Gegner erwischen, oder ich mache einfach eine Kiste kaputt. Ja, okay, egal, das zählt auch als Bock. Kiste als Kiste. Mit. So, zack, zack, zack. Schieß auf die Kiste, Bruder. Jawohl, jetzt extra Schuss. Ein bisschen mehr Cubes einsammeln. Oder so. Nee, als Kiste zählt das nicht, oder? Und ich mir nee, Kiste zählt nicht. Okay, Gegner. Oder ich hole mir hier mal ganz kurz. Ein Schuss, jetzt macht der nächste mehr. Aber erstmal will ich mir ganz kurz den Cube hier vorne holen. So. Ah, okay, er muss einen Gegner treffen, dann ist der nächste Schuss geladen und dann kann er eine Kiste anschießen und dann macht die extra Damage. Jetzt halt. Ich habe meinen Hit noch frei. Er ist, glaube ich, kein One-Hit. Nicht schlecht. Ah, wobei, ich habe 5 Power-Cubes, er könnte trotzdem One-Hit sein. So, wir skippen jetzt mal ein bisschen vor. Der muss sitzen. Oh, fast ein One-Hit. Let's go, Alter. Sehr nice. Und... Zack und letzter Schuss. 1900. Triff, Bruder! Jetzt. 5000. Oh mein Gott. Guck, das muss ich euch nochmal zeigen, Leute. Und zack. Erster Schuss 1904, ne? Jetzt und der Bonusschuss. Letzter Schuss. 5236, der zweite Schuss. Leute, ne? Landi Weisheit. Einfach nur treffen. Nein. Gut, Leute, das war's mit meiner kleinen Reaktion auf Clash Games. Wie gesagt, Clash Games Kanal ist unten verlinkt, Leute. Lasst ihn ein bisschen Liebe da. Lasst dieses Video einen Daumen nach oben, was ich schon getan habe, ne? Und ja, Leute,
Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr mal mehr solche Reaction-Videos sehen wollt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch sehr freuen, Leute, wenn ihr mich kostenlos abonniert, die Glocke aktiviert. Und ansonsten sehen wir uns heute um 17 Uhr bei einem weiteren Video. Und Leute, heute Abend gibt es auch einen Stream. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Haut rein.